Ja, hallo, ich bin's wieder, euer Prodigy. Und ich begrüße euch zu meinem nächsten Adobe After Effects Tutorial. In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie man Hintergründe in Adobe After Effects erstellt. Zuerst gehen wir auf Komposition, neue Komposition. Wir machen die Komposition jetzt einfach mal HDV 27 bei 29 Frames per Second. Länge können wir auf 5 Sekunden machen. Klicken OK. So, jetzt haben wir hier unsere neue Komposition. Jetzt habe ich hier mal ein Hintergrundbild bereitgestellt. Und zwar eine Mauer. Machen die gleich mal ein bisschen kleiner. Solche Hintergrundbilder könnt ihr ganz einfach auf Google finden. Ihr könnt sie selber mit eurer Kamera schießen. Oder es gibt noch eine Texturen-Homepage, die ich sehr nützlich finde, wo man Millionen von verschiedenen Texturen findet. Die werde ich dann auch noch in der Description reinposten. Wir fangen jetzt einfach mal hier in diesem Tutorial als Beispiel mal mit dieser Mauer an. Okay, wir haben jetzt hier unsere Mauer. Es gibt jetzt verschiedene Wege, die ein bisschen cooler aussehen zu lassen in unserem Video. Zum einen wäre da mal mit Effekt, Color Correction, Curves. Also die Farbeinstellung, je nachdem wie ihr eure Mauer haben wollt, entweder rot, zieht ihr das Rot ein bisschen nach oben, oder wenn ihr sie lieber blauer wollt, ein bisschen das Blau nach oben ziehen, so ein bisschen interessant aussehen lassen. Naja, auf alle Fälle mit Curves sind euch keine Grenzen gesetzt. Ich mache das aber immer anders. Ich gehe auf Layer, New, Solid, Schwarz ist okay. Dann mache ich auf der schwarzen Ebene Effekt, Generate. Und dann geht ihr auf Ramp. Dann klickt ihr hier auf Radial Ramp. Die obere Farbe könnt ihr beliebig auswählen. Ich nehme jetzt hier einfach mal so ein helleres Blau. Die untere Farbe nehme ich jetzt mal schwarz. So. Könnt ihr hier den Kreis noch ein bisschen größer machen. So. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann könnt ihr hier bei der Transform Mode klickt ihr auf Multiply. So, und was das macht, ist, es multipliziert, also es lässt eure zwei Ebenen ineinander hineinfließen. Und das gibt euch dann, es sieht dann nachher wirklich cool aus, so wie jetzt hier. Und wenn ihr hier nachträglich eure Farben verändert, wird es auch gleich up to date hier übertragen. Also ihr könnt hier richtig schön auswählen, welche Farbe ihr wollt. Wir nehmen jetzt einfach mal Rot. Rot sieht cool aus. Okay, wir markieren beide Ebenen hier, gehen auf Layer, Pre-Compose. So, und was das macht, ist, es macht aus euren zwei Ebenen eine. Und dann klickt ihr hier auf Move All Attributes into New Composition. Wir nennen das mal Background. Drücken OK. So, und das hat uns jetzt eine neue Komposition gemacht, die Background heißt. Also es ist quasi eine Komposition in eurer Komposition schon drin. So, dieses Tool ist sehr nützlich, wenn ihr Millionen von Layers habt, die ihr für ein großes Videoprojekt benötigt, etc. Jetzt haben wir also schon mal einen Background. Jetzt zeige ich euch noch den nächsten. Die nächste Variante wäre einfach New Solid, schwarz. Dann Effekt, Generate. Ramp, jetzt habe ich gerade das Falsche erwischt. Effekt, Generate, Ramp, so, Radial Ramp. Wir können ja wieder irgendwas nehmen. Ganz egal was. Einfach so, ohne die Textur. Sieht auch gut aus. Dann gibt es noch die dritte Möglichkeit. Moment, ich nenne den hier mal kurz Background 2. So, dann gibt es noch die nächste Möglichkeit, das wäre New Solid, dann machen wir die schwarz, dann nochmal New Solid und wir machen die blau oder rot oder wie wir auch immer wollen. Ich mache die jetzt einfach mal blau. Dann gehen wir hier oben auf die Shape Tools, bleiben drauf mit der Maustaste und dann erscheinen uns hier so verschiedene Formen. Wir nehmen das Ellipse Tool. Ein Doppelklick darauf. So, jetzt hat es uns einfach hier so eine Ellipse ausgeschnitten aus unserer blauen Solid. Dann erscheint uns hier auch neu noch ein
eine neuer Sektor, der heißt Mask. Das ist also eure Maske. Ja, könnt ihr beliebig verändern in der Größe, was auch immer. Ich mache die jetzt erstmal ein bisschen kleiner und dann Mask Feather ziehe ich ein bisschen hoch. Noch ein bisschen so. Und ihr seht, wir haben schon unseren nächsten Hintergrund wieder erstellt. Okay, wir können diese zwei gleich in eine neue Komposition machen. Layer Precompose. Dann machen wir Background 3. So. Okay. Wir fangen gleich mal mit diesem Hintergrund an. Mit unserem roten Hintergrund. Ich mache einfach mal einen kleinen Text, nichts Großes. Ist ja in diesem Tutorial. Darum gegangen, eigentlich hauptsächlich, um euch die Hintergründe in Adobe After Effects ein bisschen näher zu bringen. Einfach mal hier ein blöder Text. Wir können hier draufklicken, Title Action Save. Das bringt euch so ein Gitter, wo ich genau zeigt, wo die Mitte ist, sodass ihr euren Titel besser ausrichten könnt, damit er nachher auch in der Mitte ist. Könnt ihr es einfach wieder wegmachen. So, jetzt habt ihr euren Titel in der Mitte. Was machen wir denn? Puh, keine Ahnung. Wir können einfach mal hier ein bisschen nach vorne gehen. Ich mache das Fenster hier mal zu. Gehen wir mal auf 2 Sekunden. Öffnen hier mal die Position, Keyframe. Gehen zurück und nehmen den Titel mal hier so aus dem Bild raus. Fliegt er uns also schon mal so rein. Dann nehmen wir noch die Rotation dazu. Also Shift und R gedrückt halten. Klicken hier wieder auf die Stoppuhr. Gehen wieder zurück und drehen den einfach mal den Titel. So ein bisschen nach oben. Zack. So, und haben wir doch schon eine schöne Animation kreiert. Wir können jetzt noch das Motion Blur anschalten, damit es noch ein bisschen besser aussieht, damit er unscharf wird, wenn er fliegt. Wir können unsere Keyframes noch ein bisschen näher dran machen, damit das Ganze schneller ist. So. Was könnten wir noch machen? Wir könnten hier noch einen Effekt. Blur. Fast Blur. Keyframe bei der Blurriness. Gehen zum Anfang und ziehen die Blurriness ein bisschen hoch. Zack. Okay, das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. Wir könnten noch einen kleinen Effekt hinzufügen. Dazu gehen wir auf New Solid. Machen die schwarz. Okay. Dann gehen wir auf Effekt. Simulation und dann CC Particle World. Particle World ist einer der besten oder ja, ich sage jetzt einfach mal besten Effekte, die schon mit After Effects, also vom Standard her, schon mitkommen. Also ist kein Add-on oder so. Die Grenzen sind quasi endlos mit diesem Particle World Effekt. Dieser Particle World Effekt ist, ohne dass man ihn hier in 3D schaltet, schon 3D. Also wir haben hier unsere Partikel, wir verstellen hier mal einige Sachen. Wir gehen erstmal auf den Producer, nehmen die Position. Die Position ist eigentlich okay. Wir nehmen den Radius, machen den ein bisschen länger und noch ein bisschen, na, so war eigentlich gut. Radius Z noch ein bisschen in die 3D-Ebene, wie ihr sehen könnt. Dann gehen wir auf Physics. Velocity gehen wir ein bisschen so runter. Die Gravity machen wir auf 0. Und das war's eigentlich schon. Dann gehen wir auf Particle. Ändern hier den Particle-Typ to Faded Sphere. Können hier unsere Farben ändern. Also die gelbe Farbe ist die Farbe, so wie die Particles aussehen, wenn sie geboren werden. Und die rote Farbe wäre die Farbe, so sehen die Particles aus, wenn sie sterben. Wir nehmen Anfangsfarbe, nehmen wir, was nehmen wir denn? Orange. Und Sterbenfarbe nehmen wir so ein helles Rot. Okay, sieht dann schon mal nicht so schlecht aus.
Okay, das wäre, glaube ich, dann schon mal okay. Jetzt beschäftigen wir uns ein bisschen mit der Birth Rate. Zwar jetzt gucken wir mal, wenn das am besten wäre. Und zwar genau, zack, da. Bisschen zurück. So, machen hier bei der Stoppuhr Keyframes an. Natürlich noch auf 0. Dann gehen wir ein Stückchen vor. Machen die auf 5. Gehen nochmal ein Stückchen vor und machen die wieder auf 0. Und jetzt machen wir mal den RAM Preview zum Schauen, wie das jetzt aussieht. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus für den Anfang. Okay, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, wie mit diesen verschiedenen Hintergründen, wie ihr die erstellen könnt. Ihr könnt die ja hier auch mit dem Auge einfach aus- und anschalten, könnt schauen, welcher sieht am besten aus. Könnt hier noch bei den Particles die Farben ein bisschen ändern, je nachdem, was ihr für einen Hintergrund dann nehmt, damit es dann auch besser aussieht. So. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Vielen Dank fürs Schauen.